Also, schön, dass ihr da seid. Zu meinem kleinen Workshop Informationen bewerten in Zeiten der Pandemie, der sehr aus dem Boden gestampft ist. Das heißt, bitte erwartet nicht zu viel. Es ist keine runde, wochenlang durchgearbeitete Sache, sondern ich habe hauptsächlich so ein bisschen zusammengeworfen, was mir in den letzten Tagen aufgefallen ist, weil ich doch merke, dass auch viele Menschen, die an sich sehr informiert sind, die ich an sich für sehr informiert halte, üblicherweise auch, dass sie unsicher sind, dass sie oft vielleicht Informationen erhalten, die nicht vollständig sind oder aus Quellen stammen, die schon ein bisschen zu stark gefiltert sind, oder dass sie aus den Informationen, die sie erhalten, eigentlich nicht so richtig das Wissen ziehen könnten, das sie gerade brauchen, das ihnen auch dabei hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist es nämlich eigentlich, das ist so mein bisschen mein Hauptproblem oder meine Hauptsorge dabei, dass qualitativ schlechte Informationen sorgen einfach sehr häufig dazu, dass man für sich selbst schlechte Entscheidungen trifft, dass man dann auch in der Folge quasi das falsche Signale an Verwaltung oder Politik gehen und die wiederum zu Verhalten gedrängt werden, das eigentlich für alle gesehen jetzt nicht unbedingt das Beste ist. Jo, dann habe ich eine kleine Präsentation, die mehr oder weniger mir selbst als Gedankenstütze dient. Also bitte nicht darauf achten, dass die sehr lückenhaft und unvollständig noch ist. Ich möchte nämlich erstmal so ein paar Grundannahmen aufstellen, die man so im Hinterkopf haben sollte, wenn man daran geht, eine Information zu bewerten. Bei jeder dieser Grundannahmen möchte ich dazu sagen, es sind immer keine absolute. Also gerade wenn wir Quellen bewerten, man soll das selten in Extremen denken, sondern jede auch noch so kompetente Quelle macht immer noch Fehler und hat immer noch eine Message. Und es gibt, ich denke, als einzig wirklich harte Regel kann man sich mal feststellen, es gibt keine neutrale Information. So, Grundannahmen sind: Menschen neigen zu Wahrheit und Vertrauen. Also wir sind einfach so getrainiert, eher die Wahrheit zu sagen. Auch wenn wir natürlich alle gerade im Alltag sehr häufig Höflichkeitslügen einflechten, aber generell ist zum Betrügen, zum bewussten Betrügen unserer Mitmenschen, da ist immer so ein Anfangswiderstand zu überwinden. Und genauso umgekehrt, wir neigen auch dazu, anderen Menschen zu vertrauen. Das ist einfach so eine also eigentlich schon fast ein evolutionärer Vorteil, anderen Menschen vertrauen zu können, weil nur dadurch funktionieren eigentlich unsere Zusammenhänge, unsere Zusammenarbeit und unsere gesamte Gesellschaft. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und zwar vor allem in dem Bereich, wo sich Menschen halt schon ihre eigene Realität zusammengebastelt haben. Die lügen dann nicht mal mehr bewusst, aber sie sind einfach so weit weggedriftet, dass es ihnen den klaren Blick auf Informationen völlig verstellt. Wirklich, glaube ich, so das Wichtigste, was man bei jeder Information im Hinterkopf behalten muss: Fehler passieren.
ständig. Und da ist keine böse Absicht dahinter, da ist nicht mal unbedingt immer Schlamperei dahinter oder eine sträfliche Nachlässigkeit, sondern selbst der Person mit dem höchsten Anspruch an sich selbst, werden Fehler unterlaufen und damit muss man einfach rechnen und da muss man auch ein bisschen fehlertolerant sein, sag ich mal, weil Fehler bedeuten einfach nicht bösen Willen und die meisten Menschen versuchen erst einmal vollständig und ehrlich zu informieren. Aber sie sind eben fehlerhaft. Und so das alte, habt ihr sicher schon tausendmal gelesen, also bevor ihr an Absicht denkt, bevor ihr an eine Verschwörung denkt, denkt daran, dass da einfach nur ein Fehler gemacht worden sein könnte oder es sich um Inkompetenz handelt. Das ist auch nicht so selten. Fehlender Einblick senkt die Fähigkeit, eine Situation zuverlässig zu bewerten. Damit sage ich im Prinzip, je weiter jemand vom Kern einer Information entfernt ist, je weniger Einblick er hat von seiner Position heraus, umso schwerer wird es ihm fallen, diese Situation noch nicht einseitig zu sehen und aus dieser einseitigen Sicht heraus vielleicht auch falsche Schlüsse zu ziehen. Und weil halt auch gerade jetzt mit der aktuellen Situation gezielte Falschinformationen doch eine starke Rolle spielen, muss man auch da sagen, also jede gute Lüge ist nicht eine reine Lüge, sondern immer vermischt mit so viel Wahrheit, dass sie glaubhaft wird. Aber man darf halt auch nicht immer unterstellen, dass jemand, der einen Fehler gemacht hat, auch gleich versucht hat zu lügen oder zu betrügen. So, also wenn ihr dran geht, eine Information bewertet, hier bewege ich mich sicherlich erstmal jetzt so ein bisschen im Urschleim, weil das hat jeder in der Schule gelernt. Man stellt die Frage, woher kommt die Information? Und ich beziehe mich hier jetzt natürlich auch wieder ein bisschen auf die aktuelle Situation, aber auch auf Informationen generell. Und zwar geht man halt von innen nach außen, also im Prinzip von denen, die am nächsten an der Sache dran sind, immer weiter weg. Eine Ausnahme möchte ich hier machen für Augenzeugen, weil Augenzeugen sind ein ganz schwieriges Thema. Augenzeugen haben meist nur einen sehr eingeschränkten Einblick in das, was passiert, nämlich wirklich nur ihren Sichtbereich. Sie haben keine Informationen meistens über die Hintergründe, etwas, das passiert, und können das Gesehen daher sehr häufig nicht vollständig bewerten. Außerdem, unsere menschliche Wahrnehmung ist halt schon ein bisschen schwierig manchmal. Und gerade wenn jemand unter Stress steht oder aufgeregt ist, schleichen sich bei der Erinnerung von gesehenem Fehler ein und bei jeder Wiederholung noch mehr Fehler. Deswegen sehe ich hier einen Augenzeugen, also nenne ich einen Augenzeugen nicht als jemand, der nah an einer Sache dran ist, sondern für mich sind Leute, die nah an einer Sache dran sind, jetzt mal bezogen auf die aktuelle Pandemie, das wären natürlich beispielsweise die Virologen, die Epidemiologen, die direkt mit den Daten arbeiten, die in Kontakt mit anderen Virologen und Epidemiologen stehen, die Forschung betreiben und die wirklich eine Übersicht über eine breite Datenbasis haben. Als nächstes kommen dann vereinfachende und filternde und einordnende Quellen. Also vereinfachend, filternd, einordnend. Da fallen halt einfach mal Sachen weg, die schon so sehr technisch, sehr fachlich sind, die der gebildete Mensch von der Straße auch nicht mehr so direkt versteht, weil ihm alleine schon die Terminologie fehlt,
oder dass auch nicht mehr in der Oberstufe Biologie unterrichtet wurde. Deswegen, also jedes Publikumsmedium muss natürlich vereinfachen, und das ist auch nicht schlecht, sondern das dient dem Verständnis. Jedes Publikumsmedium muss filtern und muss einordnen, und das ist alles gut so, weil das, wie gesagt, der besseren Information dient. Und darunter führe ich jetzt mal Tageszeitung, öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf. Dann gibt es vereinfachende und verzerrende Quellen. Bei den Quellen kommt es mehr darauf an, Unterhaltung zu bieten als Information. Das heißt hier, ich unterstelle da auch nicht mal prinzipiell Böswilligkeit, sondern aus der Natur der Sache, jemand will unterhalten, und vollständige Information ist nicht immer so spannend. Ich kann etwas in eine Geschichte packen und die Information sehr nahe an der Ursprungsinformation lassen, das geht, aber die meisten Unterhaltungsmedien tun das nicht. Darunter zähle ich beispielsweise Privatsender, Frauenzeitschriften, Bild. Dann gibt es unsichere Quellen, da zähle ich Social Media drunter, Influencer, darunter zähle ich beispielsweise auch mich selbst, weil es gibt nirgendwo eine Garantie, dass all das, was ich sage, wirklich hundertprozentig stimmt, und alles, was euch über Social Media zugetragen wird, muss einem ziemlich kritischen Faktencheck unterworfen werden. Also es gibt natürlich Leute über Social Media, von denen weiß man, die sind super kompetent. Ich würde da jetzt mal Lars Fischer nennen, Fischblock, die natürlich eine gute Quelle sind, aber dann nebendran steht halt gleich der Impfgegner, der ebenfalls über Twitter seine These verbreitet, und der ist dann halt auf der anderen Seite der Skala. Von daher sind Social Media, man muss sich immer sehr genau anschauen, wer sagt was und aus welcher Position heraus sagt er das. Ja, noch unsichere Quellen als Social Media ist eigentlich so der Buschfunk, also der Nachbarin, ihr Vetter, sein Hund, der hat was gehört, das nicht jeder wissen soll. Auch was über WhatsApp verbreitet wird, all das fasse ich da unter extrem unsichere Quellen zusammen, weil das eigentlich, während Social Media Medien sind, wo wirklich alles drüber läuft, ist WhatsApp halt eigentlich nur zur Unterhaltung im kleinen vertrauten Kreis gedacht, beziehungsweise kleine Netzwerke, die miteinander wieder verknüpft sind. Das ist halt auch so ein bisschen so kleine Nachbarschaften, die untereinander in Kontakt stehen. Und da verteilen sich Falschmeldungen über diese Kanäle extrem schnell und extrem häufig, weil dort wirklich... Das ist abgeschottet, während in Social Media kann jemand immer noch sagen, hey, du erzählst Scheiße. Dort bekommt den Scheiß niemand mehr mit, weil sich diese Nachricht nur durch kleine Netzwerke verbreitet. Und ganz selten, dass da mal jemand dagegen redet und sagt, nee, das ist Blödsinn. Deswegen alles, was über diese Buschfunkquellen, also direkt verbal oder WhatsApp ähnliches kommt, ist extrem mit Vorsicht zu genießen. Dann gibt es natürlich noch die Medien, die einfach nur routinemäßig entstellend sind, wo man eigentlich zwar hin und wieder Wahrheitsfetzen findet, weil diese Wahrheit natürlich auch wieder benötigt wird, um eine überzeugende Lüge zu bauen. Aber eigentlich... wenn ich sage, man darf Quellen nicht binär bewerten, mache ich hier eine Ausnahme. Da die Wahrheit zwischen den entstellenden falschen Informationen herauszusuchen, das macht einfach vom Aufwand her schon gar keinen Sinn. So. Dann
Wo ich immer ein bisschen das Problem sehe, jetzt nicht so bei an sich sehr informierten Menschen, aber halt schon, wenn so ein Schritt runter geht, wenn man so an die Elterngeneration denkt vielleicht, dann sind die Vorstellungen, was eine Zeitung, was ein Fernsehsender leisten sollte, schon verzerrt. Dort wird nämlich häufig erwartet, dass die Darstellung dieser Medien neutral ist, dass die reine Fakten berichten und alles, was interpretiert wird, eingeordnet wird, ja quasi, wird dann direkt als versuchte Lüge wahrgenommen. Und da muss man das halt, denke ich, immer wieder wiederholen, dass auch Fakten nicht neutral sein können. Also egal, was ich berichte, egal, was ich erzähle, selbst quasi ein Bericht vom Weg zur Arbeit morgens ist schon durch das gewichtet, was ich für berichtenswert halte. Kein Mensch kann jemals völlig neutral sein, völlig emotionslos, völlig neutral würde ja auch bedeuten, wirklich jede Sichtweise auf ein Thema gleichzeitig einschließen zu können, und das ist nicht möglich. Jeder Mensch ist alleine schon dadurch geprägt, beeinflusst, was sein Weltbild seit seiner Geburt beeinflusst, geprägt hat. Jeder hält etwas anderes für wichtig, jeder sieht es etwas aus einer anderen Perspektive. Von daher, also es gibt immer wieder Leute, die sagen von sich, ja, ich betrachte das ganz neutral. Da sollte man am kritischsten werden, weil die sind sich ihrer eigenen Wertigkeit, ihrer eigenen Wertung nicht mal bewusst. Die meisten Journalisten, sage ich jetzt mal, die ihren Job ordentlich machen, sind sich bewusst, dass sie nicht neutral sein können, niemals. Berichterstatter oder generell Menschen, die von sich selbst denken, sie sind völlig neutral, sind genau das überhaupt nicht. Können sie nicht sein, weil sie eben nicht mit dem Bewusstsein gegen die eigene Wertung anarbeiten. Und wenn man Medien konsumiert, ist es natürlich wichtig, sich klarzumachen, welche Leitlinie, welchen Leitgedanken hat ein Medium, weil beispielsweise die FAZ ist konservativ, da sage ich halt relativ häufig, was die berichten, das ist in einer Art und Weise gefärbt, das mag ich nicht. Das sage ich aber, also kann ich trotzdem nicht sagen, die FAZ lügt, nur weil mir diese Sichtweise nicht behagt. Ich muss mir immer bewusst sein, dass die ein Ereignis aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten als die Taz beispielsweise, als die Süddeutsche, als der Tagesspiegel. Nur, dass sie eine andere Einstellung, eine andere Gewichtung treffen, heißt nicht, sie sind unzuverlässig oder sie sind Lügner. Nachrichtenwert ist auch ganz wichtig, auch gerade im Moment, weil ich halt wirklich jetzt häufig gesehen habe, die letzten Tage. Ich habe mal beispielhaft diesen Satz gebracht, also wer weiß, der so gefallen ist in einer Diskussion, wer weiß, wie oft neue Viren auftauchen und wir nichts davon erfahren. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung. Es ist aber auch nicht relevant für mich, weil ein neues Virus wird nur dann für mich relevant, wenn es ansteckend und übertragbar ist und gefährlich, so dass es sich relativ schnell durch die Bevölkerung
hindurch bewegt und einen Ausbruch einer Krankheit entweder lokal oder, wie wir es jetzt haben, international, also eine Pandemie, auslösen kann. Ansonsten sind Viren für mich nicht relevant. Die sind für Virologen relevant. Und das weiß natürlich auch jeder Journalist. Und deswegen gibt es Journals, in denen Virologen sich über die Entdeckung neuer Viren austauschen. Aber kein Journalist guckt da ständig rein und sagt, oh, ein neues Virus, darüber muss ich jetzt berichten. Aber halt diese Anspruchshaltung vieler Konsumenten, Medienkonsumenten, alles, was nicht berichtet wird, existiert auch nicht. Oder alles, was mich nicht erreicht, heißt es ja eher, existiert auch nicht. Ist das schon ein bisschen schwierig. Und da wäre es immer ganz gut, in Diskussionen auch ein bisschen gegenzusteuern und diese Anspruchshaltung auch ein bisschen aufzubrechen, dass alles den Leuten vor die Haustür getragen werden muss. Und alles, was nicht vor die Haustür getragen wird, wird irgendwie versteckt. Weil die Sachen sind ja alle, tatsächlich sind sie ja alle öffentlich und es wird, jeder kann sich bei einer wissenschaftlichen Bibliothek einschreiben und alle Virologen-Journals mitlesen, ständig, wenn er das tun möchte, wenn er so viel Zeit hat. Aber davon ist 99,9% für den normalen Verbraucher halt nicht relevant und das bedeutet, ist nicht gleichbedeutend mit, es wird etwas ferngehalten. Ja, weil alle nicht so wahnsinnig super viel Zeit haben, jetzt jede Information, egal wie wild sie klingt, auch mal direkt zu checken, gibt es dann natürlich Helfer. Mich beispielsweise Snopes Mimikama. Mimikama ist das deutsche Pendant zu Snopes, würde ich mal sagen. Bellingcat, die sich hauptsächlich darauf fokussieren, Bildanalyse zu betreiben und Propaganda, die über Bild- und Videodokumente verbreitet wird, einem Realitätscheck zu unterziehen. Faktenfinder ist von der Tagesschau, ist auch sehr gut, weil der halt immer sich den tagesaktuellen Ereignissen annimmt, während beispielsweise Mimikama und Snopes sich halt auch dem annehmen, was so als Memes im Internet rumtreibt. Aber natürlich auch hier, auch bei Faktencheckern kommen mal Fehler vor. Auch wenn die meisten Organisationen davon einen sehr hohen Anspruch an sich selbst haben, auch intern immer wieder eine Qualitätskontrolle durchführen und sich gegenseitig auf die Finger schauen. So, ja, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, also Quellen sind selten binär. Es gibt eigentlich keine Quelle, die ist 100% gut. Es gibt Quellen, die sind 100% schlecht, ja, so behaupte ich mal, aber jedenfalls hatte ich hier, glaube ich, noch was anderes vorzusagen, oder? Ich habe mir die Dinger gerade durcheinander gebracht. Ja. Genau, also das kommt eigentlich hinter den Quellen sind selten binär. Wir können nämlich nicht sagen, also alles, was von der Regierung kommt, ist 100% glaubhaft. Das wäre leichtsinnig. Politiker lügen, das heißt nicht, dass Politiker immer lügen. Auch zu sagen, die Polizei gibt immer korrekte Informationen heraus, ist nicht zielführend. Aber auch zu sagen, die Polizei belügt uns prinzipiell, ist genauso wenig zielführend. Wissenschaftliche Studien kann ich nur mini hier eingehen, weil das echt eine eigene Stunde wäre. Aber dass eine wissenschaftliche Studie existiert,
besagt nicht, dass etwas bewiesen ist. Gerade in letzter Zeit nicht, weil das System, wissenschaftliche Studien zu überprüfen, ein bisschen Schlagseite bekommen hat. Und es inzwischen auch viele wissenschaftliche, scheinwissenschaftliche Publikationen gibt, die in Wirklichkeit mehr so eine Art Druckkostenzuschussverlag sind. Also ich weiß nicht, ob es die Druckkostenzuschussverlage gibt, die eigentlich nur das Ego von Leuten gestreichelt haben, die Bücher verlegen wollten. Und heute gibt es eben Wissenschaftsverlage, die eigentlich nur gegen Geld Wissenschaftlern helfen, eine Publikationshistorie aufzubauen und dadurch als Wissenschaftler ernster genommen zu werden, die aber halt bei der Prüfung der Qualität von wissenschaftlichen Studien mal drei gerade sein lassen. Ebenso ist es nicht zutreffend, dass Wissenschaft generell von der Industrie oder der Pharmaindustrie oder so gekauft wäre und nur lügen würde. Da muss man halt auch wirklich in jedem Fall bei jeder Studie checken, wer sind beispielsweise die Geldgeber? Gibt es Interessenkonflikte der beteiligten Wissenschaftler? Wo wurde es publiziert? Wurden wissenschaftliche Grundstandards eingehalten? Bla bla bla. Und jetzt sage ich mal, für den Verbraucher, für den Durchschnittsverbraucher, der muss sich hauptsächlich merken, alles, was nicht durch eine Metastudie, am besten noch eine Metastudie aus dem Cochrane-Umfeld belegt wurde, also überprüft wurde, ist wissenschaftlich nicht belegt. Erst was nochmal von anderen Wissenschaftlern in Studien nachvollzogen wurde, diese Studien dann nochmal miteinander verglichen, die Qualität der Studien bewertet wurde, erst dann kann man relativ gesichert sagen, dass etwas wissenschaftlich belegt ist. Hilft im Moment nicht weiter, weil da gerade relativ viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse relativ schnell hintereinander kommen und diese, sag ich mal, jetzt für die Öffentlichkeit kaum noch zu bewerten sind. Und da muss ich gerade einfach auch an Medien verweisen, die wissenschaftliche Publikationen gewohnheitsmäßig prüfen. Ich kann auch wirklich da jedem nur raten, den Podcast von Drosten zu hören, weil der sehr viele dieser Studien liest und das aufs Korn nimmt und relativ knapp in der Lage ist, zusammenzufassen, ob das Ergebnis dieser Studie plausibel ist oder welche Probleme diese Studie hatte. Ja, auch Medien berichten nicht immer wahr und wertungsfrei. Auch Medien haben eine Agenda, merkt man relativ schön, beispielsweise beim Leistungsschutzrecht, wo auch Medien, Pressehäuser, die eigentlich sonst durchweg seriös sind, im eigenen Interesse ja mal die Fakten so ein bisschen gebogen haben. Aber es auf der anderen Seite ist Lügenpresse, Relotiuspresse, das ist so kann man nicht an Medienkritik herangehen. Nur weil es natürlich auch bekannte Probleme in den Medien gibt, heißt das nicht, dass alles eine Lüge ist. Sondern man muss sich da schon wirklich mit dem beschäftigen, was tagesaktuell passiert oder was passiert. Eine punktuelle Unzuverlässigkeit der Medien ist eben genau nur das. Wenn wenn beispielsweise die FAZ einen Patzer hat, dann wird sie darüber später und zögerlicher berichten als andere Publikationen, als beispielsweise die Konkurrenz, die das dann genüsslich auswalzt. Das ist menschlich, das ist kein Versuch der Vertuschung. Nicht zwingend.
jedenfalls. Dann ist natürlich aber trotzdem dem Medium gegenüber höhere Wachsamkeit angebracht. Und sollte das häufiger vorkommen, muss man halt vielleicht auch das Medium mal neu bewerten, generell. So, jetzt mal wieder zurück zu meinen unsortierten Dings. So. Genau. Also, wir müssen uns natürlich auch immer anschauen, welche Art Informationen bekommen wir. Und zwar ist da erstmal wichtig, können wir den Erkenntnisprozess, wie es zu einer Information oder wie es zu einer Entscheidung kam, können wir den nachvollziehen? Wird da offengelegt oder wird einfach gesagt, also beispielsweise, es ist ein Unterschied, als würde sich jetzt ein Staatsoberhaupt hinstellen und sagen, wir haben eine Pandemie, deswegen machen wir jetzt alles dicht und setzen die Bürgerrechte außer Kraft. In dem Moment hätten wir keinen Einblick in den Erkenntnisprozess. Im aktuellen Moment haben wir aber die Situation, es wurde berichtet, das RKI hat berichtet, Virologen haben publiziert, haben veröffentlicht, haben mit den Medien zusammengearbeitet. Es wurde nachvollziehbar gemacht, was passiert in China, warum tun die, was die tun, was denkt man hier dazu, was denkt der Fachbereich dazu, wie entwickelt sich das, und dann wurden irgendwann Entscheidungen getroffen, die natürlich in die Bürgerrechte einschneiden. Hier haben wir aber einen Entscheidungsprozess, der komplett nachvollziehbar ist, wo die Daten offen lagen, wo die Zahlen der Infizierten offen lagen, wo die Verbreitungswege nachvollziehbar waren, wo beispielsweise, ich kann wieder nur auf den Podcast von Drosten hinweisen, er auch seinen eigenen Erkenntnisgewinn sehr nachvollziehbar gemacht hat, immer gesagt hat, so, ich habe jetzt meine Meinung geändert, weil ich habe da ein Paper von einer Kollegin geschickt bekommen, das den Umgang mit der Pandemie 1918 durchschaubar macht, und da haben halt Städte, die frühzeitig abgeriegelt haben, keine so hohen Todeszahlen gehabt wie Städte, die es nicht getan haben, beispielsweise. Da wurde dann auch sein Sinneswandel von vorher, nee, das ist unnötig und übertrieben, zu, doch, das sollten wir jetzt tun, sichtbar. Also wenn ich so nachvollziehen kann, wie jemand seine Erkenntnis gewinnt, dann ist das auf jeden Fall für mich eine sicherere Information, als wenn jemand halt sagt, so, gerade einen raschen Sinneswandel hat, an dem einen Tag sagt, so, wir müssen jetzt kein Krankenhauspersonal stocken, und am nächsten sagt er, der Urlaub fürs komplette Krankenhauspersonal ist gestrichen. Also dann würde man sich natürlich fragen, also welcher Druck genau steht denn hinter diesem Sinneswandel? Ist vielleicht beispielsweise ein wirtschaftlicher Druck, dass die Krankenhäuser sagen, also wir wollen jetzt nicht so viele Leute im Urlaub haben, damit wir effizienter arbeiten können oder so. Also, aber in dem Moment, wo ich halt sehe, woher ein Sinneswandel kommt, ist die Quelle hochwertiger für mich. Ein bisschen das Problem ist, weil beispielsweise Impfgegner arbeiten häufig damit, dass sie sehr, sehr lange Texte posten, in denen sehr, sehr viele Quellen verlinkt sind. Und dann sagen viele Leute, die sich von ihnen überzeugen lassen, ja, da ist Hand und Fuß dran, weil da hat ja sich auf viele Quellen bezogen. Geht man aber hin, als jemand, der sich so ein klitzeklein bisschen mit Studien etc. da auskennt, und schaut rein, sagen diese Quellen oft genau das Gegenteil von dem aus, was behauptet wird in diesen Texten. Das heißt, so ganz, also ich kann mir nicht nur ansehen, ja, der bezieht sich auf Quellen, sondern ich muss mir meistens auch noch mal kurz die Zeit nehmen,
und nachschauen, macht diese Quellen, auf die er sich bezieht, überhaupt Sinn. Dann ist natürlich relativ wichtiger Punkt bei der Bewertung einer Quelle, handelt es sich um wissenschaftlichen Konsens oder ist das nur eine Einzelmeinung? Auch das hat man in der letzten Zeit relativ gut gesehen, weil es gibt einen wissenschaftlichen Konsens, also niemand, der aktuell als aktiver Virologe tätig ist, Einblick in die Forschung hat, sagt, dass die aktuellen Maßnahmen überflüssig oder falsch sind. Wer das sagt, sind Leute, die nicht aktiv in der Forschung sind, nicht aktiv in der Versorgung von Patienten mit diesen Erkrankungen sind. Es sagen Leute, die beispielsweise, da war ein Consultant, der halt mal Immunologie studiert hat und Toxikologie, der aber seit 16 Jahren aus der Forschung raus ist, auch nur ganz kurz mal geforscht hat, überhaupt 4 Jahre oder so. Und der hat, wie ich ja sagte vorhin, also je mehr Einblick man in etwas hat oder je weniger Einblick man in etwas hat, umso schlechter wird die Bewertung einer Situation. Der hat überhaupt keinen Einblick in aktuelle Forschungsergebnisse. Der kann zwar die Paper lesen, aber ich behaupte mal, jemand, der vor 16 Jahren das letzte Mal wirklich aktiv geforscht hat, der weiß nicht mal, was gerade im wissenschaftlichen Publikationswesen mit Fake-Verlagen etc. los ist. Der ist nicht mal in der Lage, wirklich vollständig die Qualität der aktuellen Publikationen zu bewerten. Und wenn so jemand halt kommt und sagt, nee, die Virologen, die da alle sich einig sind und gemeinsam an der Erforschung dieses Virus arbeiten, die haben das falsch gesehen, dann muss ich da schon sagen, nee. Also diese Meinung ist nicht gleichwertig zu der Meinung von Virologen. Ist sie nicht. Das betrifft auch auf andere jetzt sehr exzentrische Einzelmeinungen zu, wo die jeweiligen Personen ähnlich weit außerhalb der aktuellen Forschung, ähnlich weit außerhalb des aktuellen Geschehens stehen und jetzt sich halt ein bisschen im Licht der Aufmerksamkeit baden und alles besser wissen wollen. Das Problem ist auch bei Leuten, die sehr nahe an einem Bereich dran sind. Beispielsweise sieht man das relativ gut bei Geologen, die Aussagen zum Klimawandel machen. Geologen sind dann noch relativ nahe dran, aber es sind keine Klimaforscher. Es sind häufig Geologen, die der Ansicht sind, das stimmt alles nicht. Die sind genau so nahe dran, dass sie nicht mehr merken, dass ihnen im Detail der Einblick fehlt. Ebenso hier jetzt jemand, der Immunologie und Toxikologie studiert hat, der glaubt, er durchblickt das alles, aber im Detail fehlt ihm eben doch der Einblick. False Balance, das ist etwas, wo sich die Medien leider noch so nicht richtig bewusst sind, das zu vermeiden. Da findet so eine Bewusstseinswerdung gerade erst statt und ist immer noch in den Anfangsschuhen. Also unter False Balance verstehe ich eigentlich, wenn ich zwei Meinungen medial nebeneinander stelle, die nicht gleichwertig sind. Eben wenn ich die Meinung eines Virologen aus der aktuellen Forschung neben die Meinung eines Immunologen stelle, der seit 16 Jahren aus dem Geschäft ist. Das wäre schon eine False Balance, auch im Bereich der Impfgegner findet man das relativ häufig, wenn halt die Aussagen eines Mitglieds der ständigen Impfkommission neben die Aussage einer Hausfrau gestellt wird, die sagt, ja, aber meine Tochter, die hat nach der Impfung das nicht entwickelt. Das ist eine False Balance, also da wenn zwei Leute als gleichwertige Informationen dargestellt, die nicht gleichwertig sein kann.
Da kommt dann halt relativ häufig auch so zum bisschen zum Tragen, dass Leute denken, alles wäre nur eine Meinung. Kommt leider durch diese False Balance, wird dieser Eindruck verstärkt. Alles wäre nur eine Meinung und Meinungen wären halt generell gleichwertig. Und da muss man halt so ein bisschen sagen, eigentlich ist es nicht die Aufgabe von Medien, auch Meinungen nebeneinander zu stellen und zu sagen, also auch, weil man lernt ja auch als Journalist, man muss ausgewogen berichten, man muss mindestens zwei Quellen haben und die Quellen sollen besser nicht das Gleiche sagen. Aber das sagt man halt, wenn man die Frage hat, regnet es draußen, dann fragt man nicht den Kollegen, der am Fenster sitzt, ob es regnet, und den Kollegen, der in einem fensterlosen Büro sitzt, ob es regnet. Und der eine sagt, es regnet ja, und der andere sagt, es regnet nicht. Und dann sagt man nicht, naja, also beide Meinungen haben ja ihren Wert, sondern man geht selbst ans Fenster und schaut raus und stellt fest, ob es regnet. Das wäre eigentlich die Aufgabe eines Journalisten. Wie gesagt, da findet die Bewusstseinswertung ein bisschen gerade erst statt und da muss man als Medienkonsument auch immer so ein Auge drauf haben, ob diese falsche Balance in einer Berichterstattung vorhanden ist. Viel zu oft ist sie es. Dann ziemlich kritisch sollte man halt werden, wenn Informationen plötzlich auftauchen, und gar nicht so klar ist, woher die auftauchen. Also beispielsweise, wenn jemand jetzt in WhatsApp um die Ecke kommen würde und sagen würde, morgen beginnt der Umsturz, dann wäre im Prinzip angebracht zu sagen, ja gut, geh weg. Auch da ist es halt gut, nochmal nachzuhaken, oder in diesem Fall eher nicht nachzuhaken, sondern sagen, nee, uns ist klar, da ist irgendjemand auf einen falschen Zug aufgesprungen, sondern beispielsweise jetzt in dieser Pandemie ist die Information aufgetaucht, dass der Virus biphasisch sei, dass man quasi keine Immunität dagegen entwickeln könnte, sondern dass man sich erneut anstecken könnte. Diese Information ist aber auch nur einmal aufgetaucht, soweit ich weiß, und dann nicht wieder. Zu dem Zeitpunkt, wo sie aufgetaucht ist, war sie, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht mal so unglaubwürdig. Aber sie ist halt plötzlich aufgetaucht, man wusste gar nicht so recht, woher. Sie hat natürlich Panik gemacht, weil wenn man keine Immunität gegen das Virus aufbauen kann, ist es schon gleich mal viel beängstigender. Und da, also wenn plötzlich so relativ krasse Informationen kommen, muss man erstmal einen Schritt, oder wäre es besser, das gelingt mir auch häufig nicht, aber es wäre besser, erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich warte jetzt ab, was da noch rauskommt. Sehr häufig verlaufen sich solche plötzlich auftauchenden Situationen nämlich wieder im Sand, weil nicht wirklich etwas dahin steckte und nur jemand irgendwas mal falsch verstanden hat, beispielsweise. Oh Gott, ich habe schon die Zeit, die ich eigentlich nutzen wollte, überzogen. Ihr seid noch da. Ja, ich mache noch eine Viertelstunde weiter. Wollte eigentlich noch ein paar Fragen dann zulassen, aber schauen wir mal. So, was er natürlich auch klar immer aufmerksam machen sollte, ist, wenn eine Information direkt eine Wertung enthält. Also ich sagte ja vorhin, es gibt keine neutralen Informationen. Das ist zutreffend, aber wenn eine Information halt auch direkt so eine offensichtliche Wertung noch mit sich führt, ist halt auch immer Vorsicht angebracht, weil dann sollen nämlich jeder Mensch bewertet auch jede Information automatisch, je nach Kenntnis natürlich auf einem unterschiedlichen Level. Aber indem eine Wertung mittransportiert werden soll, sollen diese automatischen Bewertungsmechanismen nämlich erstmal inaktiviert werden, weil dann wird
quasi signalisiert, also das ist sowieso und so, da brauchst du jetzt nicht weiter drüber nachzudenken. Ich habe das schon für dich überprüft und schon in die Formulierung reingepackt, dass du weißt, was Sache ist. Und genau, dann sollte man aber erst recht hellhörig werden, denn leider funktioniert das sehr häufig, dass Menschen diese Wertung auch übernehmen. Der Klassiker ist halt, wenn Buchtitel oder Überschriften schon Lüge oder Wahrheit über irgendwas enthalten, dann kann man im Prinzip eigentlich hingehen und die zur Seite legen und sagen, nee, das lohnt sich nicht, es ist meine Zeit nicht wert, das durchzulesen, weil das wird nicht besser werden von der Überschrift oder vom Titel an. Eine Unterform dieser Art der Wertung, würde ich mal sagen, ist beispielsweise, wenn in der Wertung ein Geheimnis angedeutet wird. Das ist Geheimnis, also wir sind darauf gepolt, alles, was geheim ist, als besonders reizvoll zu empfinden. Und das wird auch ganz bewusst als Werbemittel eingesetzt, beispielsweise, wenn es darum geht, fiktionale Bücher, Titel für fiktionale Bücher zu finden oder Titel für Zeitschriften, Headlines zu finden. Da gibt's, das kann man subtiler machen, das kann man weniger subtil machen. Beispielsweise werden auch gewisse Farben mit etwas Verdeckten, Verborgenen verbunden, also etwas Geheimem. Dunklere Farben sind immer ein bisschen geheimnisvoller als helle Farben. Und damit wird im Marketing relativ gerne gespielt. Bei Informationen deuten Geheimnisse aber halt auch immer an, etwas wird von uns zurückgehalten und dadurch erscheint die Information relevanter, weil wenn jemand will, dass wir etwas nicht erfahren, dann muss es ja besonders wichtig sein. Aber halt auch genau da, wie im Marketing, wird da unser Selbstschutzmechanismus ausgetrickst. Und wir bewerten diese Informationen höherwertig, obwohl sie es eigentlich gar nicht verdient hätte. Also gerade wenn Geheimnisse angedeutet werden, besonders wenn sie subtil angedeutet werden, doppelt, dreifach hinschauen. So. Hier wird es dann auch sehr lückenhaft. Also auch zur Bewertung von Informationen einfach, ich muss halt immer bewerten, welchen Einblick hat eine Informationsquelle wirklich. Und ich habe jetzt mal als Beispiel ein Krankenhaus genommen. Und daher haben wir quasi vier Ebenen. Ich habe jemanden, der offiziell in offizieller Funktion für das Krankenhaus spricht, beispielsweise einen Pressesprecher, einen Vorstand etc. Ich habe einen Arzt, eine Ärztin dieses Krankenhauses. Ich habe eine Schwester, Krankenschwester, die halt direkt im Patienten, in der Arbeit mit den Patienten ist, rund um die Uhr, oder nicht rund um die Uhr, während ihrer Schicht. Und ich habe jemanden, der eine administrative Funktion im Krankenhaus erfüllt, beispielsweise jemand an der Pforte, im Putzbereich, in der ja, in zuarbeitenden Bereichen. So, und wie gesagt, da muss ich auch halt von oben nach unten ein bisschen bei der Bewertung gehen. Führungskräfte, Pressesprecher etc., die haben Zugriff auf umfangreiche Informationen, Einblick in Entscheidungen und Zusammenhänge. Was sie nicht haben, ist wieder punktuell Wissen über Details. Nicht immer jedenfalls oder häufig nicht. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen farbkodiert hier, was ich als bei der Bewertung als positives Zeichen heranziehen würde und was ich bei der Bewertung als abschwächendes Zeichen heranziehen würde. Also sie sind häufig in ihrer Funktion auch nicht nur Besitzern verpflichtet oder der Regierung beziehungsweise halt Gesundheitsministerium, sondern auch der Öffentlichkeit, weil sie ja als Teil des Gesundheitssystems auch eine
Funktionen haben im öffentlichen Gefüge, im gesellschaftlichen Gefüge. Sie haben einen professionellen Anspruch an sich selbst, aber halt jetzt zur abschwächenden Seite, sie müssen auch filtern, Informationen filtern und vereinfachen. Und sie werden natürlich immer versuchen, den Arbeitgeber oder auch sich selbst besonders gut darstellen zu sehen. Also sie werden, selbst wenn sie Fehler zugeben, werden sie diese Fehler in einem möglichst positiven Licht darstellen und ja, auch immer ein bisschen abschwächen. Also das ist, wie gesagt, das ist menschlich, das ist einfach so. Wenn ich dann eine Stufe runtergehe, zu den Praktikern in einer gehobenen, in einer kompetenten Funktion, beispielsweise bei Ärzten, dann sind die natürlich auch dem Arbeitgeber bzw. dem Geldgeber Rechenschaft schuldig. Sie sind daher nicht unabhängig. Genauso wie vorher, im Schritt vorher auch ein Pressesprecher etc. nicht unabhängig ist, sind sie als Angestellte nicht unabhängig. Das heißt, man muss immer bewerten, dass auch sie natürlich versuchen, ihre Position zu behalten. Was natürlich auch wieder nicht dazu führt oder nicht so interpretiert werden kann, dass sie deswegen lügen würden für ihren Arbeitgeber. Ja, denn sie unterliegen ja halt auch Standesregeln und dem Ehrenkodex. Sie haben Fachwissen und sie haben eben auch Zugriff auf die Informationen, die ihre direkte Arbeit betreffen, aber häufig auch wieder ein bisschen Einblick in Zusammenhänge und das Tagesgeschäft. Das heißt, ihre Informationen, die von Ihnen kommt, bewerte ich so, dass sie nicht so umfangreich oder nicht so nicht diesen Überblick bieten kann, die Informationen bieten, die von einer Stufe höher kommen, aber sie sind in ihrem Bereich wertvolle Informationsgeber. Aber halt, wie gesagt, gerade in stressigen Zeiten verlieren, wo der Blick wirklich so aufs Tagesgeschehen fokussiert ist, verlieren sie auch mal den Überblick. Und sie haben einen Bias, also eine Voreingenommenheit, jetzt nicht negativ unbedingt gemeint. Sie sehen immer nur die Problemfälle oder fast immer nur die Problemfälle. Sie sehen nicht die Fälle, in denen es gut aussieht. Und deswegen, also das sieht man beispielsweise jetzt mal im ganz anderen Bereich bei Behinderungen sehr gut, wo Ärzte sehr häufig sehr negative Voraussagen treffen, wie sich ein behindert geborenes Kind beispielsweise entwickelt wird. Da fallen dann Sätze wie, das wird nie das und das, das wird nie das und das. Das kommt daher, weil die Ärzte eben nur die krass in ihrer weiteren Arbeit nur die krasseren Fälle immer wieder sehen, wo die eben hohe medizinische Interventionen notwendig machen. Die Fälle, die sich aber gut entwickeln, die kommen halt nicht mehr zu ihnen. Und dadurch entsteht so diese Unausgewogenheit in ihrer eigenen Bewertung der Situation, für die sie nicht mal prinzipiell was können, sondern die einfach aus ihrer Arbeit heraus erstehen. Also das muss man aber, wenn man Informationen von Ärzten bewertet, im Hinterkopf behalten. Zu Krankenschwestern habe ich das noch nicht gemacht. Bei Krankenschwestern, da würde ich beispielsweise schon mit Informationen, die über Krankenschwestern nach außen getragen werden, häufig dann halt auch über den Buschfunk sehr vorsichtig sein, weil sie einfach häufig nicht über die großen Zusammenhänge informiert werden und die daher auch nicht im Blick haben. Häufig bekommen sie die Informationen nicht mal, warum gewisse Entscheidungen getroffen werden, sondern sie werden einfach nur vor das Ergebnis dieser Entscheidung gestellt und müssen das dann umsetzen. Wäre, denke ich, häufig besser, wenn das anders laufen würde und sie auch durchblicken würden, warum jetzt etwas so entschieden wurde.
Aber selbst wenn das kommuniziert wird, selbst wenn das warum kommuniziert wird an Krankenschwestern, die sind halt so im Alltag eingebunden, in ihrer Arbeit, auch häufig überlastenden Arbeit eingebunden, dass das eine Information ist, die für sie so irrelevant ist, dass sie nicht oder nicht vollständig gemerkt wird. Und daher sind Informationen von Krankenschwestern, sofern sie nicht wirklich nur etwas ganz Einfaches betreffen. Also würde ich jetzt eine Krankenschwester fragen, ob denn die britischen Krankenhäuser gerade wirklich schon überlaufen sind. Und die sagt nein. Dann kann ich aber halt nicht davon ausgehen, dass diese Information außerhalb ihres direkten Bereiches korrekt ist. Vielleicht ist sie eine Krankenschwester, die in einem ganz speziellen Bereich arbeitet, vielleicht, sag ich mal, Pädiatrie, wo der freigehalten wird von dem, was jetzt schon an Wahnsinn dort, an Überlastung in anderen Bereichen vorhanden ist. Das heißt, nur weil bei ihr nicht die Hölle los ist, heißt es nicht, dass das auf den anderen Stationen oder in der Notaufnahme genauso aussieht. Und das heißt auch nicht, dass sie das so mitbekommt, weil sie einfach in der eigenen Arbeit so eingebunden ist. Da sie ist einfach am Überblick über die Gesamtsituation schon wieder einen Schritt zu weit weg, um eine umfangreiche, um eine wirklich fundierte Einschätzung treffen zu können. Nochmal weiter weg bei Leuten, die halt in administrativen Funktionen wie am Einlass arbeiten, etc. Da könnte man zwar sagen, okay, die bekommen beispielsweise mit, wenn sehr, sehr viele Leute reinkommen. Die würden aber schon nicht mehr mitbekommen, wenn man beispielsweise draußen Schilder aufgestellt hat, um Leute mit der Covid-19-Erkrankung gleich zu einem anderen Eingang zu leiten. Würden die nicht hundertprozentig mitbekommen, würden möglicherweise auch nicht mal informiert werden. Die kriegen einfach nur mit, dass da kaum noch einer kommt. Da ist das, was an Informationen über die Organisation, Funktionsweise, warum Entscheidungen getroffen werden, ist das schon so viele Schritte von ihnen entfernt, dass ihre Beobachtung sehr stark von ihrer eigenen Einschätzung, ihrer eigenen Einstellung auch geprägt ist. Und wie gesagt, also je weiter jemand vom Kern entfernt ist, umso schlechter wird die Einschätzung einer Situation. Und hier, also gerade wenn dann von jemandem, also meine Tante arbeitet im Krankenhaus und das und die sagt XXX und das geht in den Buschfunk, dann ist die Information wirklich ganz, ganz schwierig zu bewerten. Was wollte ich da gerade noch zu sagen? Jetzt ist mir entfallen. Okay. So, was man aber, wie gesagt, bei allen Ebenen, bei allen Entfernungsschritten vom Kern des Geschehens im Hinterkopf behalten muss, es sind alles Menschen. Mehrheitlich aufrichtig. Selbstüberschätzend. Sehr häufig, also jeder Mensch ist irgendwann mal selbstüberschätzend. Keiner hat ein Lasergehirn. Keiner kann sich alles exakt so merken, wie es ihm mal gesagt wurde. Selbst wenn das mehrmals passiert. Das Kindergartenspiel mit Stille Post. Ich habe schon fasziniert dabei zugesehen, wie ich etwas einem Journalistenkollegen erzählt habe, Leuten, die also trainiert darauf sind, sich Dinge schnell und korrekt zu merken und wie sich eine Story dann schon verändert hat, wer von dem Weitergeben durch mich oder dem Bericht durch mich an den Nächsten
und dessen erst Versuch, sie weiterzugeben. Also das, da müssen nicht mal 5 Stufen dazwischen sein. Jede Information wird durch eine Stufe des Weitergebens ein bisschen schlechter. Und das einfach, weil wir keinen Computer als Hirn haben, sondern ein Hirn, das sehr bereit ist, alles zu interpretieren und einen Teil davon auch gleich wieder zu vergessen. Deswegen alle sind fehlbar, alle sind auch unsicher, handeln auch häufig aus Unsicherheit heraus, nicht besonders klug. Alle sind bemüht, Erwartungen zu erfüllen und auch diese Erwartungen muss man ein bisschen im Auge haben, weil wer erfüllt wessen Erwartungen und wessen Erwartungen wird gerade am höchsten gewertet. Alle sind bemüht, Problemen auszuweichen. Alle handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Und alle können sich irren. Eigentlich wollte ich ja so eine kleine Liste an die Hand geben, was man checken muss oder checken kann. Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt ganz geschafft habe. Ich glaube, ich habe erstmal nur so auf die Probleme hingewiesen. Aber ich wollte das hier noch häufiger wiederholen. Das heißt, vielleicht kriege ich es beim zweiten Mal hin. Also nicht wiederholen, sondern darauf aufbauende weitere Angebote machen. Aber eine Handlungsempfehlung möchte ich trotzdem halt schon mal mitgeben, nämlich, dass sich jeder so ein Vertrauensnetzwerk aufbaut, sucht mit nahen Bekannten, weil nicht jeder kann jede Information überprüfen, aber wenn man halt schon mal so die Last ein bisschen auf die Schultern verteilt und einer sagt, so sag mal, der Ernst behauptet das und das und dann sagt jemand, ja, das habe ich gehört, das ist so eine Fake News, die kam da und daher, dann hat man natürlich schon mal die Last ein bisschen verteilt und muss nicht alles immer selbst nachlesen, nachsuchen, nachforschen. Und halt auch mit Leuten, mit denen man so gemeinsame Standards teilt, von denen man weiß, dass alle ähnlich sorgfältig sind, wie man das selbst gerne hätte. Aber halt auch immer untereinander so ein bisschen kritisch bleiben und auch die Prüfung mal prüfen. So, dann bedanke ich mich für eure Geduld. Oh, über 1 Stunde. Habt ihr noch Fragen? Ihr könnt jetzt gerne die Mikros aufmachen.